Meine erste Amtshandlung am Hafen. Meine erste Amtshandlung. Ich muss mir erstmal. Hier gibt es überall Softeis. Da hinten ist noch ein Auto. Mit dem, also so ein Wagen. Wahnsinn, Leute, ey. Ich fahre schnell zu meiner Unterkunft. Dann müssen wir in den See baden, ne? Dann müssen wir schwimmen gehen. Guck mal, ich nehme mich einen Fahrradweg. Fahrrad, 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 Fahrrad. Ich wollte sagen, hier ist der. Hier ist der Stadthafen, aber ich fahre jetzt erstmal schnell zu meiner Unterkunft, ne? Pass mal auf, das mit dem Fahrradweg, das geht jetzt noch weiter am Stadthafen, ne? Ich war ja schon mal hier. Also immer den Leuten hinterher. Also Stadthafen. Mit meinem Fahrrad. Mit meinem Fahrrad sieht es geiler aus, oder? Boah, Wasser. Ey, weißt du, was das Geilste ist? Also ich kenne mich ja hier aus. Das ist die Jugendherberge. Sieht man das? Das ist die Jugendherberge. Und hier war ich abends immer, kurz im Badeanzug vom Zimmer. Aber jetzt, heute, hier sind nämlich diese Liegen und da ist die Kuh. Guck mal. Ist das schön hier. Ich muss jetzt bloß gucken, wo die Sonne untergeht. Weil es im August war ich sonst immer. Da ist ja kein August jetzt, ne? Also ich wohne jetzt übrigens da hinterm, da im Wald wohne ich jetzt übrigens, ne? Guck mal, Jugendherberge Waren-Müritz. Leute, Mensch, so. Einmal schnell zu meinem Zimmer und dann ab in den See, aber ganz schnell, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich abbiegen muss. Ich muss irgendwo abbiegen. Also ich würde ja sagen, die nächste Bushaltestelle und dann rechts. Da vorne. Also jetzt, ne? Hinter mir kommt eine kleine Eisenbahn. Oh. Egal. Also hier steht Emanuelhaus Ecktanne. Bei uns ist kein Platz für Hetze, Ausgrenzung, Diskriminierung, Extremismus. So, ich stehe unter dem Baum. Bei meinem Zimmer ist Fenster auf. Das bin ich doch, oder? Begegnungsstätte Ecktannen. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Bitte melden Sie sich am Anreisetag in der Küche des Seniorenheims. Okay, Eingang, Tagespflege, Erdgeschoss. Schönen guten Tag, liebe Leute. Mein Zimmer. Mein Bett. Mein Fahrrad. Herrlich. Aua, aua. Also ich bin ganz alleine die Woche. Morgen früh gibt es ganz alleine Frühstück. Morgen früh gibt es, ich bin bis Freitag alleine im ganzen Haus. Geil. Oh Leute, geil, ey. So, jetzt aber ab in den See. Schwimmhilfe habe ich mit. Oh, geil, ey. Ja, wollte ich gerne. Ich habe mich jetzt ganz schnell ausgepackt, weil ich die Badesachen, die hatte ich alle so, na ist egal. So, Bett beziehe ich nachher, Bettwäsche habe ich mit. Schlüssel habe ich. Ich bin der einzigste, also das wird ja ruhig denn heute Nacht. Ich bin der einzigste Gast und, okay. Richtig geil. Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. Richtig geil. Ja. Oh, das schallt hier so. Okay. Leute, ey. Wie ich mich freue. Lass uns schnell zum See fahren, ey. So, Ecktannen, was steht hier zu vermieten? Also das ist aber neu. Das gefällt mir nicht. Ich mag so eher die alten, ne? Da, wo Fahrrad steht. Da, wo Fahrrad steht, muss Antje auch mit dem Fahrrad lang, ey. Geil, ey. Also das
das ist so, dass ich zum Edeka muss, weil ich bloß den Edeka kenne. Also irgendwie kenne ich hier drei Edekas. Ich fahre ja jetzt baden und ich habe mir gedacht, ich fahre beim Wald hinten in dem an den See und dann zum Edeka. Ich probiere das mal. Ey, das ist eine Fahrradstraße. Ein Auto. Auto. Ein Pausemachhaus. Fahrradstraße zu Ende. Gemeinsamer Rad- und Gehweg. Wahnsinn, ey. Pausemachhaus. So, Antje, jetzt links abbiegen. Nackig machen. Oh, ich freue mich so auf den See, ey. Ey, das ist ja richtig nett. Das ist das Erkennungszeichen, dass du abbiegen sollst. Mit Sitzbank. Mit Sitzbank, aber da ist ein Mensch. Ob ich da trotzdem hinfahre? Da Übernachtung gesucht, warenerhotels.de. Diese Sitzgruppe wurde gesponsert von der Warener Hotelgemeinschaft e.V. Das ist ja nett. Also da kann man baden gehen, da ist ein Mann. Soll ich mal gucken gehen? Da ist ja flach. Nee, ich fahr weiter. Also wenn das da so flach ist, ich will da reinspringen und auf mein Sitzkissen schwimmen, weißt du? Oh Leute. Oh, ich liebe Sommerurlaub, ne? Ich liebe Wald und Natur und ich liebe mich. Und ich liebe mein E-Bike, ey. Das ist der erste Sommerurlaub mit dem E-Bike. Das war schön, ey. Oh, ich war dreimal schwimmen. Ich fahre jetzt schnell zum Edeka. Wir gehen ja heute noch mal schwimmen, ne? Ich muss ja gucken, wo die Sonne untergeht. Also das ist auch schön hier. So, darf ich vorstellen, das ist der Feißnecksee in Warenmüritz. Ihr wohnt hier, oder? Das ist der Wahnsinn. Ich muss ein Tor aufmachen und hier ist Rechtszaun, Linkszaun. Aber hier ist total viel Natur, guck mal.
So, hinter mir ist der Wald vom See. Ich fahre jetzt zum Edeka. Der ist hier irgendwo in dem Wohngebiet drin. Ey, pass auf, rechts von uns ist so eine Kurklinik, da kann man sich einkaufen, ne? Die haben Schwimmbecken draußen. Herrlich, ey. So, ich war im Edeka, jetzt kommen wir beim Kurpark raus. Ich fahre jetzt schnell zurück zu meiner Unterkunft, den Rucksack leer machen. Ey, guck dir das an, der Kurpark. Da kannst du dich hinlegen. Herrlich. Also ich habe auf dem dünnen Weg da, wo die Landschaft so schön war, habe ich eine Frau gesehen, die hat erzählt, 21.30 Uhr geht die Sonne unter, da wo die Kuh ist, hat sie gesagt. Und ich habe gesagt, da müsste man ja schwimmen mit dieser Actionkamera. Auf dem Wasser so, man müsste dem 21.30 Uhr. Leute, ey. Also ich wollte ja heute noch irgendwo schwimmen. Also ich gehe jetzt den Einkauf ins Zimmer bringen und dann gehe ich nochmal schwimmen. Oh, seht ihr, wie das Wasser glitzert? Oh, ich fahre da jetzt auch runter. Da fahre ich jetzt hin. Guck mal, wie das Wasser glitzert. Oh, ich glaube, ich muss meine Badesachen anziehen und mal schnell reinspringen, oder? Oh. Sieht gut aus, ne? Dass ich das Essen in den Kühlschrank packen muss. Ich fahre jetzt hier unten lang. Oben ist meine Unterkunft. Hier ist der See. Pass auf, zeige ich dir gleich. Ich weiß, dass hier noch eine Badestelle war. Da gehe ich denn nachher gleich hin. Hier zum Beispiel. Da sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Gut. Also ja, hier ist eine Bank und hier ist Wasser, aber da steht auch gleich ein Boot. Ich muss jetzt hier mal kurz hochfahren. Hier wohne ich nämlich. Ich muss mir erst mal aufmachen. Also das Haus, in dem ich jetzt gerade Urlaub mache, das ist für schwerbehinderte Menschen. Das heißt, du kannst hier mit einem Schwerbehindertenausweis, mit einem Rollstuhl Urlaub machen. Also deswegen ist das hier gleich hinter meinem Haus. Richtig geil, ja? Ich dachte, hier kann man baden. Und hier ist halt die Badestelle, weißt du? Aber da steht ein Boot. Das finde ich jetzt doof. Also ich fahre mal zur Badestelle. Ich fahre mal zur Badestelle, ne? Also hier ist so eine richtige mit so einem Wachmann und tiefes Wasser und Bojen und so. Weil hier ein Campingpark ist. Am Ende des Weges. Guck mal, es wird eine naturbelassene Fahrt. Da bin ich bestimmt gleich im Campingpark, oder? Campingpark ist Natur, ne? Ja. Oh, das mag ich hier. Oh,
Das ist so richtig schön warm. Ach, ist das schön hier. Ey, das ist hier die Badestelle, wo ich wohne. Da oben ist die Treppe, wo ich gleich wieder hochfahre.